Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Auftakt, Webinarauftakt hier bei FX Lab zum NFP Live Trading Webinar. Ich begrüße Sie im Namen von FX Lab. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und an der Stelle, auch wenn manche sagen, es wird, am 4. ist es schon fast zu spät, wünsche ich Ihnen trotzdem ein frohes neues Jahr, vor allen Dingen viel Gesundheit, aber natürlich auch ein erfolgreiches Börsenjahr. Ja. Also schön, dass Sie auch wieder dabei sind in 2019 hier mit uns in dem Webinar. Bevor ich aber tatsächlich, wie immer, auch in 2019 wird die Reihenfolge so sein, dann auch gleich an Dirk übergebe, muss ich natürlich einmal den Risikohinweis mit Ihnen kurz besprechen, beziehungsweise bitte lesen Sie diesen und nehmen das zur Kenntnis. Ja, dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken und darf nicht als Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Dirk den einen oder anderen Trade heute vielleicht macht. Sie müssen am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen. Ganz wichtig, wie immer. Und ja, an der Stelle begrüße ich natürlich auch den Dirk. Freue mich sehr, dass ich mein Webinar ja mit dir anfangen kann. Ich meine, ich habe auch deinen Terminkalender ja auch vollgepackt. Also nicht so überraschend. Allerdings, Und ja, mal schauen, was die NFP-Götter heute uns zu bieten haben und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ich übergebe jetzt den Bildschirm. ja. So, sollte alles da sein. Man sollte es sehen, glaube ich. Ja, dann Ja, auch genau. Ja. natürlich. Ja, hallo und herzlich willkommen hier von meiner Seite und natürlich auch noch ein frohes, gesundes, erfolgreiches, glückliches neues Jahr. So, das Ganze in Kurzform, weil ich glaube, es hat jetzt irgendwie auch jeder schon überall, liest man ja nichts anderes mehr und ist auch mal ganz froh, wenn man mal was anderes hört. Trotzdem ist es natürlich auch so ein bisschen eine Frage der Höflichkeit. Freut mich natürlich auch, dass wir hier zusammen starten, lieber Nelson, hier ins neue Jahr. Und es könnte tatsächlich sein, dass wir heute was zu handeln kriegen. Du hast ja vorhin schon gesagt, ich richte es auch nochmal an diejenigen, die nicht aus der Gruppe sind oder vielleicht noch nicht dabei gewesen sind. Das hier ist jetzt einfach nur zur Verdeutlichung nochmal, das ist die Statistik, die ich halt führe für die Trades, die ich mache, sei es in Webinaren oder halt eben in der Gruppe. Die ist halt insgesamt positiv, aber wie man hier sieht, geht es da auch mal rauf und runter. Das heißt, es geht auch mal was daneben, ja. Und das kann natürlich, falls ich heute einen Trade hier machen sollte, was tatsächlich passieren kann, kann es natürlich hier auch daneben gehen. Deswegen darf man das nicht eins zu eins dann nachhandeln, nur nach dem Motto, ah, der macht das, dann geht das bestimmt. Nein, das geht bei mir auch mal daneben. Und heute waren es tatsächlich auch 40 Punkte in Summe daneben. Deswegen bin ich da ohnehin jetzt ein bisschen zurückhaltender, auch wenn ich glaube, dass ich nach wie vor hier schon noch den Überblick habe. Nur die Märkte sind heute etwas speziell. Und deswegen glaube ich auch, dass wir gleich nämlich halt auch hier ein bisschen Bewegung bekommen werden zu den NFPs, weil so wie ich das hier aufgebaut hat, sieht es schon deutlich nach Vorpositionierung aus und jetzt nicht nach dem Motto, ja, die Daten werden gut, da müssen wir alle kaufen. Ich glaube, das wird eher genau andersrum laufen, egal wie die Daten werden, sondern das ist hier, was da alles irgendwie gerade passiert, technisch eigentlich relativ einfach erklärbar. Und ich fange mal an mit, ich schnappe mal den DAX, glaube ich, mal als allererstes. In letzter Zeit war es immer der Dow, den ich mir als erstes angeschaut habe. Wir fangen mit dem DAX mal an. Und zwar, warum, weshalb, wieso? Also ich sage ja grundsätzlich auch immer, die Daten an sich sind mir egal, egal welche News das sind. Und jetzt mal abgesehen von dem, was wir die Woche da hatten im US-Dollar-Yen, das war halt nochmal ein bisschen was anderes. Da gab es natürlich nochmal einen fundamentalen Hintergrund, und das ist halt aber auch eine Bewegung, die so halt irgendwie auch nur alle paar Jahre mal halt überhaupt irgendwie stattfindet. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Aber wir haben halt hier die Arbeitsmarktdaten, wie wir sie jeden Monat haben. Und im vergangenen Jahr hat es halt eigentlich von der Einschätzung oder von der Einstellung, sagen wir es mal lieber so, dazu auch immer sehr gut gepasst, dass ich halt sagte, so, die Daten an sich sind nicht relevant. Nur halt, wenn die Abweichung von den echten, von den tatsächlichen Daten halt groß ist zu dem, was prognostiziert wurde, und dann fällt die Bewegung meistens ein bisschen größer aus. Aber die Richtung der Bewegung in irgendwie in Abhängigkeit oder Logik mit den Daten zu bringen, funktioniert halt nicht. So, ich fange mal an mit dem DAX. Der ist zwar jetzt am wenigsten betroffen von den Arbeitsmarktdaten, sondern vielmehr der Dow, nichtsdestotrotz.
Habe ich jetzt hier den Stundenchart und habe mir jetzt hier einfach mal in puncto Markttechnik einfach mal hier die Bewegungen, das Zickzack halt einzeichnen lassen. Da sieht man es halt eigentlich relativ deutlich, was da halt passiert. Also wir haben halt hier einfach von dem Tief gab es jetzt kein neues Hoch, aber auch kein neues Tief. Das heißt, der versucht jetzt hier sein Reversal. Und ob das gelingt, steht natürlich nochmal auf einem anderen Blatt. Und das wird man halt einfach rausfinden müssen. Also da jetzt irgendwie zu sagen, das geht da oben durch oder geht halt nicht, halte ich halt irgendwo an der Stelle für falsch. Ich glaube, was viel wichtiger ist, das hatte ich beim letzten NFP-Webinar gesagt und auch gezeigt. Na, der rote Kasten gehört hier eigentlich gar nicht mehr hin. Den mache ich mal eben weg. Weil ich lasse das nämlich immer so drin bei den NFP-Webinaren, dass man auch einen Monat später dann immer noch sieht, was ist denn da eigentlich gesagt worden und passt das oder passt es nicht. Ich habe ja generell gesagt, dass wir hier ab dem Bereich, da wo diese dicke dicke grüne Linie ist, also ab ca. 10.657, da haben wir halt hier in der Vergangenheit einfach ein recht heftiges Cluster. Das heißt, hier wurde massiv gekauft und ab da ging es ja auch nach oben. Und da habe ich auch gesagt, ab dem Bereich dürften halt höchstwahrscheinlich schon vermehrt die Käufer auf den Plan kommen. Und da rutscht es nicht einfach durch. Und das sieht man auch, also es hat bis jetzt nicht viel gebracht. Ja, ist hier einmal kurz abgeprallt. Also das, ich mache das nur gerade mal klein, damit man sieht, wo das herkommt. Das war halt hier im Sommer 2016 ist das halt hier entstanden. Das waren also, wie man sieht, einige Tage. Und dann ist dieser Bereich entsprechend nach oben verlassen worden. Ich zeige es aber auch mal ein bisschen größer. Wieso steht hier oben eigentlich H1? Also der MetaTrader. Schon interessant manchmal. So, und hier sieht man dann halt die Tageskerze. Eine ist dann halt hier abgeprallt. Dann ging es mal ein bisschen hoch. Und da war so im Allgemeinen schiebt es hier unten drunter eigentlich nur. Und allein die Tatsache, dass man ja halt sieht, dass da halt, dass es nicht einfach durchfällt, was halt einfach deswegen so zu erwarten war, weil halt eben jede Menge Käufer da in 2016 waren und die werden nicht einfach, wenn das entsprechend Big Player gewesen sind, ihre Positionen aufgeben und sagen, so, das war's, dann schießen wir das Ding nach unten. Sondern das war halt hier einfach ein sehr gutes Kauflevel. Und das wird halt hier versucht zu halten. Ob das dann natürlich gelingt, das steht nach wie vor auf einem anderen Blatt. Aber was man zumindest sieht, ist, es geht nicht einfach da unten durch. Und insofern stimmt es auch. Ich hätte mir hier schon noch ein bisschen mehr Bewegung nach oben erwartet. Ich hätte ihm durchaus auch zugetraut, weit über die 11.000 zu laufen. Aber das war dann wohl hier dem Gap geschuldet, was da zwischendurch entstanden ist. Und da gab es dann halt kein drüber wegkommen mehr. Aber generell muss natürlich jeder selber wissen, also von denen, die halt eher investieren, statt zu handeln, das schlechteste Kauflevel ist es hier sicherlich nicht, weil es halt eben in der Vergangenheit bestätigt wurde. Aber wenn es dann da durchgeht und dann wahrscheinlich geht es ziemlich übel dann auch nach unten aus. Das sollte man sich dann auch im Hinterkopf behalten. Wenn ich das hier mal im Wochenchart auch mal zeige, sieht man es nochmal ein bisschen besser sogar. Und das heißt, wenn die ganze Fraktion, die hier zugeschlagen hat, dann irgendwann sagt, das wird nichts. Und dann landen wir natürlich ganz schnell auch eine Etage tiefer. Und dann sind wir schon ganz schnell auch knapp über der 9.000, wo überhaupt dann irgendwo der nächste Support kommen würde. Das heißt, das muss man halt einfach dann einkalkulieren, wenn man hier auf größere Bewegungen setzt. Das kann natürlich trotzdem brechen. Ja, momentan sieht es noch nicht so aus. Aber wie gesagt, wenn, und dann sollte man sich auch nicht wundern, wenn es dann schlagartig dann entsprechend auch nochmal 1.000 Punkte runtergeht. So, aber wie der jetzt Intraday aussieht, wie gesagt, ich kann es jetzt hier nur am H1, also am Stundenchart an der Stelle so ein bisschen mutmaßen. Man sieht es deutlich, ja, auch mit bloßem Auge, ohne dass man sich viel einzeichnet. Er macht keine neuen Tiefs, er drückt sich nach oben und relevant ist natürlich hier dieses letzte Hoch. Das gilt es natürlich jetzt zu knacken, weil ab da ist das letzte Tief entstanden. Das hier ist halt nur ein Korrekturpunkt, genau wie hier auch nochmal ein Zwischentief. Das heißt, wenn das wirklich ein Reversal geben soll, und dann muss er über die 10.667 müsste das sein an der Stelle, und da muss er natürlich drüber weg und erreicht natürlich auch nicht ein paar Punkte, sondern es muss dann schon ordentlich mit Tempo kommen. Ob das jetzt heute so passiert, ich weiß es nicht. Also für mich sieht das alles schon sehr konstruiert auch nach oben aus, weil halt hier wirklich nur das Ganze aufwärts ging. Und von oben fällt es sich ja bekanntlich besser. Das heißt, kann auch genauso gut jetzt sein, dass es erstmal wieder ordentlich ein Stück runterkommt. Und da würde ich mir halt, wenn man halt darauf setzt, hier irgendwo ein neues Tief suchen. Also hier ist das Tagestief an der Stelle.
bei etwa 10.480 ungefähr. Und hier unten ist halt auch nochmal ein Punkt, die orange Linie. Das ist halt, da war halt auch immer viel Volumen in der Vergangenheit. Und das wäre dann eher ein Punkt, wo ich mir dann halt vorstellen könnte, also wenn es halt wirklich runtergeht, dass dann halt hier die erste Bremse dann halt nochmal kommt und dort halt dann die erste Gegenbewegung. Alles hier oben dazwischen glaube ich ehrlich gesagt weniger dran, dass da halt viel passiert, weil einfach simpel ausgedrückt, es hat ja nicht gereicht, um von hier aus ein neues Hoch zu machen. Warum soll es dann plötzlich von dazwischen anreichen? Und interessanter ist es natürlich, wenn es günstiger ist. Dann wäre natürlich die Position ein bisschen größer und dann wäre das halt dann nochmal der bessere Anlauf. Also wie gesagt, wenn es jetzt hier runterkommt, wenn es jetzt an der Stelle durchgeht, ist es natürlich hinfällig, klar. So, das heißt aber hier hätte ich jetzt irgendwie keinen Trade im Angebot, möglicherweise aber im Dow. Da kann man sich das Ganze mal nochmal angucken. Und zwar, der hat ja wirklich jetzt hier über Nacht, also generell hatte ich auch gestern in meinem Blog geschrieben, beziehungsweise vorgestern hatte ich exakt diesen Punkt als Korrekturpunkt angegeben, also wirklich fast auf den Punkt genau, nämlich die 22.593, habe das aber gestern korrigiert auf 5.63 und genau dort hat er jetzt halt leider gedreht, also so 20 Punkte irgendwo oberhalb. Ist ein bisschen schade, aber generell von der Bewegung passt es halt schon. Und weil ich habe halt gesagt, auch einfach hier, das ist ja auch mal immer mein Ansatz, ich versuche mir halt irgendwelche Cluster wie diese halt ausfindig zu machen, also ein Range an der Stelle eigentlich, die dann gebrochen wird und nicht getestet. Das heißt, hier ist es ja genauso gelaufen. Das heißt, hier hatten wir dann auch über viele Stunden eine Range, die ist dann halt brachial nach oben ausgebrochen und ist erstmal weitergelaufen und die war halt nicht getestet. Und das ist für mich halt immer ein Indiz oder ein Grund dafür, warum das nicht ohne Probleme jetzt einfach dann nach oben weitergeht, weil sowas wird gerne getestet. Weil hier war halt einfach letzten Endes ja viel Volumen, was da in den Markt gekommen ist, was ja auch hier, ich glaube, 900 Punkte Anstieg war, nee, von hier unten bis oben waren es 900 Punkte und was das Ganze ja dann auch befeuert hat. Und das heißt, das ist natürlich wesentlich interessanter, als hier oben zu kaufen. Und deswegen führt es dann eben oft dazu, dass dann halt, wenn man so eine geradlinige Bewegung hat, wie wir sie hier hatten, dass die dann halt stückweise aufgelöst wird, hier sogar noch mit einem Gap. Ich glaube, das waren die Apple-Daten, die hier dann reingerutscht sind. Und dann noch dazwischen, das wurde nochmal getestet und das war dann aber halt auch dann der finale Trigger, um dann unten endlich auch mal dieses Cluster dann entsprechend halt anzulaufen. Und wo er jetzt hängt, deswegen ist die Linie auch in Rot, das war auch einer von den Verlusttrades, die ich heute Morgen da leider dabei hatte. Die hatte ich halt im Auge, das ist die 22.969, da stehen wir jetzt gerade nochmal dran. Und weil die ist halt schon nicht unwichtig. Also zum einen haben wir halt hier, das sehen wir halt im Stundenchart vielleicht gar nicht mal so gut, wir haben eine Abwärtsbewegung, die wurde hier nochmal getestet. So, und dann nochmal. Und hier vorher war es halt entsprechend Support. Und hier das Gleiche, erstmal Widerstand und wieder Support. Das heißt, wir haben hier halt auch, immer wieder war das halt ein interessantes Level, sowohl für die eine als auch die andere Richtung. Und deswegen wäre mein Wunschszenario eigentlich gewesen, dass wir wirklich von hier unten, von der 22.500 irgendwas, erstmal hochlaufen bis zur 22.969 und dann halt hier aber auch irgendwo mal korrigieren und maximal entsprechend bis in dem Bereich, das ist die 22.731 und ab dort hätte ich tatsächlich gerne auch nochmal die 23.180, die ich ja auch schon irgendwie die ganze Zeit auf dem Schirm habe. Und da kann ich aber gleich auch nochmal was dazu sagen, weil wir sind jetzt in 15 Sekunden sind wir soweit. Und erstmal gucken, wie hier die Bewegung ausfällt und dann gehe ich da gerne nochmal separat dann auch drauf ein. Also 30 Sekunden haben wir noch, nicht 15. Genau. Und ja. Ist auch interessant, wer gerade sich so kurz vor den Zahlen sich per Twitter meldet, natürlich auch unser Freund Trump, der dir ein bisschen die Schuld auf die Demokraten schiebt, was die Marktlage betrifft. Also schon fast eine Indikation, dass die Zahlen schlecht ausfallen. Mal schauen. Ja, aber dann, ne, ich meine, hier rein vom Bild her, ne, kann das hier durchaus natürlich hochgehen. Kann aber auch sein, dass es einfach die 969 hier an der Stelle jetzt bremst und dass das halt entsprechend dann halt auch eine vernünftige Gegenbewegung gibt. Ja, so, genauso. Da haben wir ja auch schon die Zahlen.
Wir haben 312.000. Erwartet waren 184. Ja, da sieht man auch wieder schön, ne? So von wegen News. Also genau hier an der Stelle gibt es dann erstmal eins, dann halt auf den Deckel. Ich war jetzt nur ein bisschen langsam hier. Ich habe ja gerade gesagt, kann halt sein, dass halt hier einfach, dass sich an der Stelle jetzt erstmal dann auch runterschiebt. So, und das tut es ja jetzt erstmal. Das heißt, hier sieht man ja wirklich extrem deutlich, ja, so klar passt es jetzt zwar von der Logik dazu, ja, aber die Stelle ab wo ist dann halt einfach hier rein technisch erklärbar. Und insofern ist das jetzt hier erstmal ganz nett, was hier gerade passiert. Also ist natürlich jetzt schade, aber es ist halt eh immer das Problem, wenn man halt dann irgendwie gleichzeitig was erzählt und dann noch irgendwie einen Trade, dass ich den jetzt halt nicht gemacht habe. Ich hab hier gerade umgestellt, ich wollte gerade noch echt die Order platzieren, aber dann war es jetzt halt schon ein bisschen spät. Und jetzt reingehen macht natürlich jetzt erstmal keinen Sinn, weil das kann ja trotzdem nochmal nach oben drehen. Also wie gesagt, ich wünsche mir zwar, aber es ist ja kein Wunschkonzert, ja, dass wir hier auf die 730 nochmal komplett runterlaufen. Das sind jetzt halt nochmal 170 Punkte. Und das wäre auch so der erste, wo ich sagen würde, ja gut, da kann es halt nochmal Sinn machen, irgendwo zu kaufen. Das heißt aber jetzt nicht, dass der da hinlaufen muss, ja. Der kann natürlich jetzt genauso irgendwo hier dazwischen reagieren und dann direkt trotzdem die 23.000, oh, hier ist wieder Alarm bei mir vor der Haustür, die 23.180 anlaufen. Ich glaube es aber eigentlich nicht wirklich, sondern so ein bisschen Korrektur täte hier an der Stelle schon mal ganz gut. Zumal wir hier echt über Nacht, waren es irgendwie 12 Kerzen, 12 Stunden Kerze, alle in Grün. Und da kann auch ruhig mal einer andere dazwischen kommen. Andererseits sollten wir, also ich meine, das wäre jetzt hier erstmal nur eine Reaktion, die man hätte handeln können. Wie man sieht, hier auch geht es einfach an den nächsten EMA 200. Mehr war da auch nicht, beziehungsweise der Point of Control von vorhin. Und das heißt, das muss jetzt auch nicht so weiterlaufen, weil oft sagt man ja auch irgendwie, die erste ist halt die falsche. Deswegen sage ich ja, ich wünsche mir zwar, dass es hinkommt, heißt aber nicht, dass es macht. So, aber ich würde hier jetzt 2 Minuten später weder long noch short gehen an der Stelle. Das macht, glaube ich, irgendwie keinen Sinn. Da sollte man sich zumindest mal irgendwie eine 15-Minuten-Kerze mal angucken, wie die halt läuft. Was man halt hier halt auch schön sieht, mal abgesehen davon, dass es halt der Ausgangspunkt ist, ist eben der Point of Control. Das heißt, da hat man jetzt auch den meisten Umsatz. Gut, ist natürlich jetzt nicht weiter verwunderlich in Anbetracht der News. Und dass es dahin erstmal zurückgeht. Aber wie gesagt, wie die Richtung fortgesetzt wird, weiß ich nicht. Nur würde, das wollte ich ja gerade noch sagen, würde es jetzt halt sofort in einem Rutsch an die 180 laufen, 23.180. Das wäre mir definitiv ein Short wert, beziehungsweise ich würde mir dort, was haben wir denn da noch? 145, das Value Area High, das wäre sogar noch passend dazu. Also von gestern 70% des Handelsvolumens waren hier oben. Das heißt, irgendwo an der Stelle Short wäre, glaube ich, schon eine nette Idee. Und warum, kann ich ja auch mal noch kurz erklären. Ich packe die mal hier hin. Ich weiß ja nie, was kommt. Nicht, dass wir nachher da nicht drin sind. So, ich bin hier mal wieder von der Performance komplett überlastet gerade. Wieder zu viel auf. Weil ich habe hier insgesamt 5 Instanzen auf dem Computer. Deswegen schleppt sich das hier gerade so ein bisschen. So, gerade mal gucken. Den Stop stellen wir ein bisschen um. Ich gebe da erstmal 30 Punkte im Trail mal aus. Also wie gesagt, sollte er das machen, wäre das auf jeden Fall so ein Kandidat. So, was man jetzt halt zumindest mal ein bisschen sieht, die ersten 5 Minuten sind halt um. Die schließt jetzt halt schon mal in entsprechend rot. So heißt aber auch leider immer noch gar nichts, weil es halt eben auch nur die 5-Minuten-Kerze ist und eben auch nicht mehr. Deswegen 15 würde ich da schon mal abwarten, um da halt irgendwo eine Tendenz überhaupt dann halt auch zu sehen und dann aber auch nicht unbedingt dann da reinspringen, sondern eher dann einen Rücklauf suchen, irgendwo innerhalb der 15-Minuten-Kerze. Das könnte dann halt wiederum dann auch Sinn machen. Der Euro hat auch gut auf die Nachrichten reagiert, also auch eine gute Bewegung eben gehabt. Ja. Ja, ich habe hier die Tageskerze offen, muss natürlich mal ein bisschen. Ja, Verhältnismäßig, ne? immerhin, ne? Ja.
aber auch eben nur hier mal schnell zum nächsten Pivot und dann weiß schon wieder keiner mehr weiter. Die 180, und warum die so interessant ist und warum ich da auch schon jetzt die ganze Woche eigentlich immer wieder drüber was schreibe, das liegt einfach daran, das war nichts anderes als das Tief vom Januar. Habe ich die hier gar nicht eingezeichnet? Wie ist denn sowas? Mann, ich zeichne die aber hier mal ein, da sieht man es ja auch ein bisschen besser. Ja, gut, die ist, glaube ich, dick genug. Erkennt man. Also hier im Wochenchart. Und weil das der Ansatz ist ja bei mir immer der gleiche. Ich versuche ja immer die Paritätsumkehr zu erwischen. Das heißt also irgendwas, was vorher mal Support war, wenn das halt entsprechend gebrochen ist. Und da gibt es halt sehr oft einen Backtest und der bestätigt dann halt die Paritätsumkehr. Und das Bild haben wir halt hier halt ganz einfach. Das heißt, wir hatten hier im Januar, ist hier unten aufgesetzt, hat erstmal vernünftig supportet. Ja, es ist jetzt nur eine Lunte hier im Wochenchart. Aber nichtsdestotrotz war das ja der Punkt, ab dem es hochging. So, und der wurde jetzt ja entsprechend geknackt dann im Dezember. Das heißt, wir haben auch in der Woche tief hier drunter geschlossen. Ich habe hier nur ein bisschen was eingezeichnet, weil hier fehlt leider ein bisschen was noch an Kerzen, weil halt so einige Tage zu gewesen sind. Also so tief ging es tatsächlich runter. Und ab da haben wir jetzt erstmal nur einen Rücklauf. Und wie man auch sieht, die Woche davor hat nämlich genau darunter geschlossen. Ja. Und das ist halt eben, wenn das jetzt im Stundenchart wäre, ist natürlich ein bisschen einfacher, das dann halt irgendwo zu handeln und beziehungsweise ein bisschen punktgenauer zu handeln. Aber das Prinzip ist in der Woche ja nichts anderes. Und das heißt, und deswegen ist es halt auch völlig plausibel, dass der natürlich nochmal ausreizt bis hier oben hin. Das ist eben halt die 23.180. Aber dass der da jetzt hochläuft und drüber schließt, das ist sehr unwahrscheinlich. Also auch wenn jetzt, du hast ja gerade auch vorhin schon gesagt, der Trump, auch wenn er letztens getwittert hat, ist es irgendwie ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, Aktien zu kaufen. Das kann ja alles sein, dass der das twittert. Aber dann weiß ich, da müsste der im Endeffekt dafür verantwortlich sein, warum solche Ansätze, solche strategischen Ansätze, die halt einfach immer wieder sehr gut funktionieren, und vor allen Dingen hier im großen Timeframe. Also würde mich wundern, wenn das dann halt plötzlich nicht funktioniert, nur weil dann halt der liebe Herr Trump da irgendwie was getwittert hat. Also und wenn, dann wird es nicht mal eben so sein. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir heute hier einfach über der 23.180 schließen werden. Dass wir die nochmal anlaufen, ja, vielleicht schließen wir auch dran. Aber dass wir eben da oben mal drüber laufen und dann halt hier, was weiß ich, bei 23.800 oder weiß der Kuckuck wo, da halt dann irgendwo heute den Deckel zumachen, daran glaube ich halt einfach nicht. Weil dafür ist dieser Ansatz, den ich halt hier ja auch immer wieder vorstelle, dafür funktioniert der viel zu gut. Und als dass ich da jetzt irgendwo mich trauen würde, halt dann auch dagegen zu wetten. Also letzte Woche war ich ja halt, hatte ich ja auch irgendwie einen Long Trade irgendwie auch gezeigt. Ich habe es tatsächlich geschafft, hier unten am Tief einzukaufen. Aber da war halt eben halt hier oben auch wieder Schluss. Ja, und das ist halt, wenn man sich das mal so anguckt, wirklich völlig simpel und ergibt es ja halt auch Sinn. Ja? Ich meine, warum sollte halt eben auch ein Bereich, der hier eindeutig umgedreht wurde, wo halt wirklich große Marktteilnehmer Positionen dort abgestoßen haben, warum soll das jetzt plötzlich wieder einfach so gekauft werden? Ja, also wenn, dann wäre es hier unten gewesen und dann hätte es auch entsprechend nochmal drüber geschlossen. Aber nicht so, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ausnahmen bestätigen die Regel, ist überhaupt gar keine Frage. Aber das ist halt eben der Ansatz, weshalb ich sage, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Und was ich mir halt gewünscht hätte, wäre, dass wir halt mal nochmal hier hochlaufen und das halt das Maximum nochmal ausreizen und vielleicht ab dort wirklich nochmal auch komplett runterlaufen und dann wirklich auch möglicherweise sogar ein neues Jahrestief dann an der Stelle nochmal hinbekommen. Das Problem ist halt immer nur beim Wochenchart, klar, ich meine, so eine Kerze hier, die hat, wie viele Punkte hat die? Ich habe es gar nicht gemessen, aber das sind ein paar tausend Punkte. Das heißt, mit einem Stop-Loss von irgendwie 20 Punkten funktioniert es halt nicht. Ne? Es sind halt 2600 Punkte etwa, die wir bis hier unten hin haben. Und das heißt, natürlich kann das auch ein Stück weit höher noch laufen, kann auch hier ein neues Hoch machen und dann halt nochmal irgendwie auf 180 schließen. Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei, ganz klar. Und bei den wirklich monströsen Bewegungen, die wir da momentan im DAU haben, ist es natürlich nicht so ganz einfach, aber trotzdem
kann man sowas auch ins Daytrading mit einbeziehen, wenn man irgendwie einen Grund dafür sucht, warum es plötzlich nicht mehr weiter nach oben läuft. Und der ist dann halt ganz einfach eigentlich hier zu finden. Selbst ein Daily sieht man hier auch, ja, es ist eigentlich nichts passiert, außer dass er irgendwie halt mal die Tageskerze von gestern da entsprechend halt mal im oberen Bereich mal angetestet hat. Mehr war es halt noch nicht, ja. Und das sieht im Stundenchart, sieht es halt immer sehr, sehr long sofort alles aus. Und auch hier sieht man, steckt da oben drin, genau an der 180, ist es überhaupt, ja doch, ne? Genau, steckt halt da oben drin und kommt dann entsprechend wieder runter. Wir waren doch gestern gar nicht bei der 180, wieso steckt denn jetzt die Kerze da drin? Habe ich da irgendwas übersehen? Ich glaube eigentlich nicht. Habe ich die hier richtig eingezeichnet? Mal gucken. Ah, ne. 23.180. So, genau, da fehlt nämlich ein Stück. So, und kann halt sein, dass ich den Punkt ein bisschen genauer, jetzt muss man gerade mal gucken, hier im Wochenchart ermittelt habe oder aus dem Future gezogen, das will ich jetzt nicht ausschließen. Oder halt nochmal verfeinert habe, dann im Stundenchart, deswegen weiche die halt ein bisschen davon ab. Aber generell ist es ja halt der Bereich zwischen 23.120 und 180. Also insofern passt es schon. Aber nochmal hier, um auf den Daily zu kommen, also hier sieht man, ist einfach nur ein Stück weit nach oben gelaufen. Ja, also hier nochmal halt irgendwo in die Kerze rein und das ist ja halt auch typisch. So ein Bild sieht man hier zum Beispiel auch. Da oben kam er runter, da gab es dann zwar mal hier so einen kleinen Hammer dazwischen. Gut, der hat eh nichts zu sagen, aber dann sieht man hier einfach als in Folge wird dann halt mal irgendwo der letzte Außenstab dann irgendwo im oberen Bereich getestet. Das ist ja ein Außenstab an der Stelle und wird hier getestet und dann geht es halt eben doch runter und wird dann fortgesetzt. Und genau das kann halt hier jetzt auch nochmal passieren, sollte meines Erachtens auch passieren. Das heißt, irgendein Test im oberen Bereich, vielleicht sogar drüber laufen und dann aber eigentlich nochmal halt hier irgendwo in der Kerze sollten wir dann heute auch enden oder halt entsprechend gar drunter. Das heißt, da reden wir über Bereich von, sagen wir, 23.060, ja. Und dann hier nochmal die 702. Deswegen würde ich dann natürlich auch gerne hin an die Stelle. Einmal ist es halt hier ungefähr die Eröffnung und entsprechend halt auch der Schlusskurs von gestern. Und klar, wenn halt hier irgendwie das Ganze gekauft werden soll, man denkt ja immer irgendwie so, wenn der Markt eröffnet und es ist ein großes Gap da und dann drehen alle durch und wollen nur noch kaufen. Das ist natürlich Quatsch. Also, weil eher ist es ja umgekehrt, dass halt vor allen Dingen, wenn ein Markt jetzt irgendwie nicht im Longtrend ist, dann sagt man sich ja halt, das machen wir ja nicht anders, als Marktteilnehmer, boah, hier oben kaufen, weiß nicht, gekauft hätte ich eigentlich gerne da unten, wo es losgegangen ist. Und entsprechend, die Amis kommen hier heute mit einem großen Gap halt rein. Also hier unten war ja halt der Kassaschluss, also bei 680. Und die kommen halt hier in den Markt und dann ist halt die Frage, wie die darauf reagieren. Also kann schon sein, dass der eine oder andere sagt, nee, das ist mir hier oben, will ich nicht, bin ich nicht mehr dabei, ja. Und was dann halt passiert, weshalb es dann trotzdem oft nach oben geht, ist, dass halt einfach Short-Positionen dann auch oft glattgestellt werden, dass dann erstmal halt die Reaktion ist, die den Markt nach oben bringt, aber nachhaltige Käufer nicht unbedingt. Also im Long-Trend meinetwegen, aber hier in einer korrektiven Aufwärtsbewegung doch eher nicht. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, glaube ich auch nicht so wirklich dran, dass es so ohne weiteres nach oben geht. Wie gesagt, wenn dann halt Short-Positionen auflösen, aber da bin ich mir doch ziemlich sicher, dass die hier oben dann auch relativ schnell wieder eingedeckt werden und wir den Markt ja dann auch wieder eine Etage tiefer sehen. Hier sieht man jetzt ja halt auch, ne, also die 15 Minuten sind zwar jetzt um, aber halt hier zwischen, weil ich habe ja vorhin gesagt, wir warten mal irgendwie 15 Minuten ab, um da überhaupt eine Tendenz zu erkennen. Aber hat hier einfach nur tatsächlich am nächstmöglichen Level da halt irgendwo reagiert und schließt jetzt fast wieder da, wo es angefangen hat. Das reicht dann halt auch nicht, ja, um da jetzt halt irgendwie eine Entscheidung zu treffen, finde ich. Also ich meine, wenn jemand einen Ansatz hat, womit es halt machbar ist, klar. Aber für meine Begriffe ist es jetzt hier erstmal nichts, ja, weil die Stundenkerze, die kann immer noch nach oben raus brennen und hier sieht man ja auch zum Beispiel, auch wenn es jetzt hier irgendwie nicht mehr so besonders stabil aussieht,
aber nur, ich mache das mal aus, um das mal halt irgendwie zu verdeutlichen. Wir sehen hier einfach die letzte Stundenkerze, die ist nämlich genau genommen, ist das auch nochmal, müsste ein Außenstab sogar sein, vielleicht knapp. Und das heißt, auch die hier, die schwarze, die wir dazwischen haben, ist auch nur ein Innenstab letzten Endes. Und die hier auch, ja, wenn die jetzt hier so schließt. Das heißt, wir sind immer noch in der Long-Tendenz eigentlich von dieser Bewegung. Ich kann das mal irgendwie einzeichnen auch. Na. Hallo? Dirk, siehst du eigentlich die Fragen, oder? Bis jetzt bin ich hier im Monolog verfallen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, weil ich ja nie sehe. Kein Problem. Sonst soll ich dir auf jeden Fall liebe Grüße ausrichten, beziehungsweise in seinen Worten, hallo Dirk, Superstar von Trading Coach Olli. Super. Ja, schönen Gruß zurück, der liebe Olli. So. Also, hier sieht man ja einfach, so sieht man es ein bisschen besser, ne? Wir schweben hier einfach in dieser letzten, also die, der gehört eigentlich hierher, hier in dieser letzten wirklichen Aufwärtsbewegung, seit 3 Stunden jetzt irgendwie drin rum. Also, das ist halt Quatsch. Ich hatte auch vorhin in der Gruppe irgendwann mal geschrieben, wenn halt der H1 gebrochen wird, das heißt dann entsprechend, ich müsste hier drunter schließen. Und dann kann man drüber reden, da halt nochmal Short irgendwie zu suchen. Nur bis dahin ist es irgendwie, glaube ich, ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Und wenn man sieht, es wird ja immer wieder zurückgekauft, ja, und immer wieder in diesen in dieses kleine Cluster, was sich hier bildet, immer wieder rein. Also von daher macht es an der Stelle noch keinen Sinn. Vielleicht brauchst du wirklich nochmal ein Hoch, nochmal hier irgendwo hier oben drüber, vielleicht nochmal hier an diese letzte Aufwärtsbewegung dran oder eben tatsächlich oben an die 180. Oder entsprechend hier ist natürlich markttechnisch relevant und da sind wir ja halt ziemlich genau bei dem anderen Punkt, bei den, das ist ja dann ziemlich genau das in dem Wochenchart, der Peak, zumindest von dem Jahrestief. Sag mal, der MetaTrader hat hier echt einen Vogel heute, oder? Ich kann hier anklicken, was ich will, da kommt immer irgendwas anderes. Das heißt, das ist, hier haben wir, zum einen haben wir halt hier das Gap und aber natürlich auch markttechnisch das relevante Hoch an der Stelle. Da muss es aber nicht genau dran, also wenn es sauber laufen würde und sollte, dann sollte man eher ein Stück tiefer ansetzen, weil ans Hoch dran ist eher nicht so gut. Dann lieber hier irgendwo ab dem Bereich, nämlich dann ab 110 etwa. So, das wäre dann halt nochmal sinnig, weil dann wäre zumindest mal dieser Korrekturweg hier nochmal, der wäre dann nicht überboten und wir wären nach wie vor ganz gesund in der Abwärtsbewegung drin. Also das würde halt Sinn machen. Nur hier jetzt für Skyping, glaube ich, kann man jetzt irgendwie egal was aufmachen, Long oder Short, und nach 10 Punkten glattstellen, weil es sowieso nur hin und her wackelt. Und wenn wir den Olli schon gerade erwähnt haben, so jetzt gucke ich, ob ich die Fragen hier überhaupt anzeigen kann. So, weil das soll ja idealerweise kein Monolog sein. Nö, ich kann mal wieder keine Fragen sehen. Das ist sehr traurig, lieber Nelson. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir das ändern können bei dir. Weil ich weiß auch. Es funktioniert. Dann schaue ich mal tatsächlich zu den Ausführungen. Gibt es jetzt keine Frage? Da war eine Frage, warum du heute, weil du ja sonst immer mit dem Live-Konto unterwegs bist, heute auf dem Demo bist. Habe ich gerade vorhin eigentlich schon gesagt. Genau. Ich habe morgen schon 40 Punkte auf den Deckel bekommen. Und da halte ich mich jetzt erstmal so ein bisschen zurück. Das ist halt ehrlicherweise auch der Grund, weil es gibt halt Tage, an denen funktioniert es gut und Tage, an denen funktioniert es halt nicht so gut. Und das hat weniger dann mit dem strategischen Ansatz zu tun, aber ich habe heute Morgen tatsächlich einen Fehler gemacht auch und wo ich mich halt über mich selber geärgert habe, das war völlig unnötig. Weil das war halt ein Short Trade, der ist sauber 25 Punkte ins Plus gelaufen, nicht in Stop und habe dann übersehen, wie die Stundenkerze geschlossen hat. Und das war nach dem Handelsansatz, den ich immer propagiere, wäre das halt eigentlich long gewesen ab der Stelle. Und da hätte ich halt eigentlich zumachen müssen. Ich hätte auch zumachen können mit 25 plus, aber habe es halt leider schlichtweg übersehen. Und dann ist der halt 20 Punkte ins Minus gelaufen und das sagt mir, entweder habe ich heute zu wenig Kaffee oder halt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das dann halt schon so ein, Entschuldigung, so eine Stelle, wo ich sage, sei mal lieber ein bisschen vorsichtig. Und gerade dann halt, wenn es dann halt eben Live-Konto ist, plus dann halt irgendwie noch moderieren und man ist noch zusätzlich abgelenkt. Das ist der einzige Grund. Ich bin tatsächlich sonst ja immer im Live-Konto unterwegs.
und gehe da ja auch in den, vor allen Dingen in den Live-Trading Webinaren ja auch immer ganz schmerzfrei die Trades ein. Und das ist heute tatsächlich eine Ausnahme. Ich habe dir eine Nachricht mal geschickt. Dieser Trick hat eben bei Olli auch geholfen, weil der konnte auch zum Chat nicht sehen. Du kannst ja mal schauen, ob es jetzt klappt. Du hast mir eine Nachricht geschickt? Ja. Wohin? Ja, hier in der Webinar-Software. Der Olli konnte den Chat auch nicht sehen. Da habe ich ihm geschrieben und dann ist das plötzlich doch aufgepoppt. Vielleicht klappt ja dieser Trick auch bei dir. Nö, also ich wüsste auch gar nicht, wo ich hier Fragen jetzt irgendwie sehe. Ich sehe ja gar nichts, ne? Dann müsste es eigentlich in dem Panel, was normalerweise rechts ist. Ja. Müssen wir mal schauen, ob da, ne? Okay, dann müssen wir mal gucken, warum das bei dir nicht funktioniert. Aber soll jetzt nicht das Thema hier sein. Ja. Okay, also, aber Stichwort Olli. Was wir jetzt ja gerade sehen hier im DAO ist, er versucht sich jetzt hier nochmal an dem Point of Control von gestern. Das heißt, hier hatten wir gestern den meisten Umsatz. Und wobei das jetzt nichts über die weitere Bewegungsrichtung aussagt, heißt einfach nur, hier war gestern Volumen, da wird auch wahrscheinlich wieder Volumen sein. So, mehr kann man da jetzt erstmal nicht dann halt irgendwo ableiten, nämlich in welche Richtung das geht, das werden wir dann halt rausfinden müssen, ja. Und gleichzeitig haben wir auch hier das Intraday Value Area High, das heißt also hier sind auch, ohnehin haben wir jetzt hier auch das Tageshoch, das liegt jetzt damit hier gerade auf einer Höhe. Das heißt, ab hier oben kommen wir jetzt intraday betrachtet in den unfair teuren Bereich eigentlich. Und heißt aber immer noch nicht, dass es halt runtergehen muss, ja, sondern im Gegenteil, das muss man sich halt einfach angucken. Und wenn man hier, wenn er sich da oben drüber etabliert, jetzt hier intraday, und dann kann es schon so gut sein, dass es weiterläuft. Und zwar hier oben wäre dann halt rein von der Betrachtungsweise her auch das nächste Level, nämlich die 23.145, was sich auch gut deckt, hier entsprechend mit dem Januar-Tief. Dort wäre dann halt sozusagen das Maximum, ja. Dort oben sind dann 70% von gestern erreicht und wir sind deutlich im, in Anführungszeichen, überteuerten Bereich von heute. Das heißt, ich würde schon versuchen, wenn das hier kommt und das halt zu kombinieren, entsprechend halt auch mit dem Value Area High. Das heißt, hier oben, das wäre für mich, also eben aus beiden Gründen heraus, wäre das für mich ganz klar einen Short wert. Ja, ich habe es ja hier jetzt erklärt, rein markttechnisch, dann plus die Paritätsumkehr im Wochenchart und wir haben noch das Value Area High. Also wenn es da einfach durchläuft, dann muss schon wirklich fast mit Teufel zugehen, wenn es da oben nicht ein bisschen was auf den Deckel gibt. Weil da halt für meine Begriffe doch viel zu viele Argumente aufeinandertreffen, die da halt dagegen sprechen. Plus natürlich die Tatsache, dass wir jetzt dann auch schon einen Anstieg haben, ohne Unterbrechung seit bis dahin dann irgendwie 700 Punkten, wobei das jetzt natürlich kein Argument ist, weil er kann auch genauso gut 1700 laufen. Nicht nach dem Motto, ist jetzt genug gestiegen, muss jetzt mal runter. Nein, muss er nicht. Aber halt würde hier einfach an der Stelle, weil es nun mal korrektiv ist, würde das schon Sinn machen, wenn es da oben entsprechend auch reagiert und wir von dort dann auch wirklich nochmal ganz runterlaufen. Und ganz runter heißt aus Sicht vom Value Profile, entsprechend hier unten sind wir dann bei 10.700 und irgendwas, wird hier nur leider jetzt gerade überdeckt, also irgendwo 795 so um den Dreh müsste das halt sein. Das wäre es halt aus der Sicht und deckt sich dann ja auch wiederum damit, dass wir halt hier, da sieht man ja Widerstand, 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 Widerstand durch. Ja, das heißt, also hier war auch das letzte kleine Cluster, würde auch von dem Punkt her Sinn machen, wenn wir hier nochmal eine Reaktion kriegen. Auch wenn ich gerne ein Stück weit tiefer würde, aber wie gesagt, das ist kein Wunschkonzert. Aber das wäre halt dann eigentlich die plausible Bewegung. Das hier ist jetzt für mich echt gerade komplette No-Go-Area. Da jetzt irgendwas zu handeln, so nach dem Motto, geht bestimmt hoch, geht bestimmt runter, da sage ich immer nur, geht bestimmt nicht. Ja, das ist genau der Ansatz, der am seltensten funktioniert, wenn man glaubt zu wissen, was als nächstes kommt, wenn man irgendwo mitten im Minenfeld steht. Und deswegen, wie gesagt, auch da kann ich natürlich keinen davon abhalten oder keinem was empfehlen. Aber ich persönlich sehe hier überhaupt gar keinen Grund, irgendwie auf den Knopf zu drücken. Leider. Ich hätte es natürlich gerne auch anders gehabt, aber ich kann es ja auch nicht erzwingen. Ne? Und was man ja halt auch hier sieht, ist vorhin mit der 15-Minuten-Kerze habe ich ja auch leider so ein bisschen recht behalten, das hat einfach nichts aussagt. Ja, also weil wir halt hier immer noch in diesem Long-Cluster sind und
weiß der Kuckuck, was er jetzt macht. Also kann gut sein, dass es mal ein Stück nochmal nach oben geht. Aber genauso gut haben wir jetzt hier kein neues Tageshoch. Das heißt, kann genauso gut sein, dass an der Stelle dann halt nochmal abkippt. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann es einfach nicht wissen an der Stelle und auch nicht vernünftig einschätzen. Wir können ja mal, oder wenn noch Fragen sind, Nelson, dann sei doch so lieb und wirf die mal einfach mal genau, ein. Genau, also hier war noch eine Frage, ob das jetzt der richtige Außenstab markiert ist. Also, aber das hast du ja eben im Daily ja, A1 gezeigt. Ich denke schon, also das ist ja jetzt hier, es ist ja nur einfach extrem knapp hier. Ja, der Schlusskurs war ja so knapp an der Stelle. Ich musste hier wirklich ganz aufzoomen, aber so ein bisschen Toleranz muss man da halt auch. Es war ja ziemlich genau da dran, ne? Also an dem Hoch von der Kerze hier. Hoppla, das kann ich hier gar nicht so wirklich genau greifen. Ja, das ist, ich würde mal sagen, ja. Also ich tippe schon, dass das hier, aber wie gesagt, wir reden hier über einen Punkt Differenz irgendwie. Und es ist auch nur insofern relevant, dass da möglicherweise halt irgendwelche Algos halt drauf reagieren und die das dann halt als Trigger verwenden, aber auch die werden irgendwo eine Toleranz haben. Deswegen sage ich mal, ja, das ist so schon richtig an der Stelle. Und darauf kann man sich dann konzentrieren und also wenn man da jetzt halt irgendwie eine weitere Entscheidung sucht, das heißt, wenn wir jetzt hier oben drüber nochmal schließen, dann ist es gut möglich, dass wir hier einmal kurz drauf aufsetzen und dann halt weiter nach Norden ziehen. Ansonsten, wie gesagt, wäre für mich der Trigger für Short Schlusskurs entsprechend hier drunter. Ansonsten möchte ein Teilnehmer gerne wissen, was dein Standard-Setup ist. Eigentlich das hier, also die Paritätsumkehr. Also das heißt, solche Punkte eben suchen, ja, wo halt Clusterbildungen sind und die dann entsprechend handeln. Und wobei hier wäre es ja dann, wie ich ja gerade gesagt habe, wenn wir halt hier einen Schlusskurs drunter hätten jetzt als Beispiel unter diesem Außenstab, dann würde ich mir halt im oberen Bereich von der Stundenkerze entsprechend Short suchen und von dort einfach zum nächsten Cluster dann halt handeln. Und das wäre dann an der Stelle, das hier haben wir ja schon durch, dann wären wir tatsächlich dann hier unten wieder in dem Bereich bei 12.800 etwa. Ja, weil hier halt einfach die nächsten, der nächste Klumpen, Cluster heißt ja nichts anderes, einfach halt an Kerzen halt ist, die entsprechend dann halt auch in Richtung befördert haben. Also das ist für mich tatsächlich das Standard-Setup und daraus ermittle ich ja auch letzten Endes meine Linien, klar mit einer Methode, die nochmal ein bisschen genauer ist und achte dann halt, also das, was man halt in meinem Blog dann sieht, die Linien, das ist nichts anderes, wo ich dann sage, okay, das hier ist dann die Grenze und wenn die unterschritten ist und dann ist das mein Short-Trigger und das andere ist halt ein Non-Trigger. So, und das funktioniert ja halt eben auch meistens und genauso war es ja halt auch mit der Gegenbewegung hier heute Nacht. Ja, wo ich halt auch gesagt habe, ab hier unten, wie gesagt, dezent verfehlt. Die von vorgestern hätte ich besser drin gelassen, die hat nämlich genau gepasst, aber ist nichts anderes. Ja, wir haben halt hier einfach ein Cluster, das wurde angelaufen, hier wurde gekauft, Kauflevel ist ein Kauflevel und bleibt auch meistens erstmal ein Kauflevel. Deswegen ist das halt hier unten dann auch long an der Stelle. Also ne, erstmal long, intraday long. Ob das jetzt dann halt für daily reicht, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber das ist mein Standard-Setup, ja. Dann noch zwei Fragen. Was hat die gelbe ansteigende Linie zu sagen und welcher Trailing Stop ist für NFP-Tage ratsam? Also die gelbe Linie, da sind wir wieder beim Olli, das ist der Point of Control Intraday. Das heißt, hier an den Punkten ist halt heute immer der meiste Umsatz gewesen. Das heißt, die verändert sich natürlich, weil sich der Punkt mit dem meisten Umsatz, also im Future, ja, nicht CFD-Handel, sondern im Future, der tatsächliche Umsatz und entsprechend verschiebt die sich halt auch. Das heißt also, heute Morgen war halt hier bei 22.883, war halt der meiste Umsatz. Das ist halt jetzt halt hier oben entsprechend hingewandert, da an die Stelle, wo jetzt halt auch die NFPs gestartet sind. So, das heißt, hier haben wir einfach nur den meisten Umsatz. Und das wird natürlich immer wieder auch angelaufen. Ich zeige das immer bei den DAX, bei dem Live-Handel zur Eröffnung. Weil es halt eben immer ein plausibler Punkt ist. Ja, also wenn man irgendwie Volumen loswerden will oder eindecken will, und wird man in der Regel dort entsprechende halt Abnehmer dann auch finden, wo halt auch am meisten gehandelt wurde. Und deswegen ist es natürlich ein Punkt, der immer gerne angelaufen wird. Klar. Was ja halt auch
einfach auf diese Art und Weise leicht zu begründen ist. Mal kurz hier auf den DAX werfen, was der hier, Blick werfen, was der hier treibt. Steigt so ein bisschen vor sich hin, okay. So, Stunde ist um, wir schließen schon wieder genau darunter. Das ist echt, also die hat es natürlich echt in sich, die Marke hier, wie man sieht. Nachher geht hier alles ein bisschen langsamer, wie gesagt, ich habe hier so viele Instanzen auf. Man könnte hier schon mal irgendwie, hoppla, aber hier so kurz vor der Markteröffnung, wollte gerade sagen, man könnte hier schon irgendwie Short versuchen. Aber wie gesagt, also vom rein vom, von der Kerzenform her ist das alles ziemlich nichtssagend. Sondern eher ist ja, wie ich ja vorhin gesagt habe, man kann eigentlich Long oder Short, ist eigentlich egal, ja. Es wackelt ja erstmal nur hin und her. Und was ich halt schon dann versuchen würde, wäre halt natürlich auch eine längere Bewegung halt einzufangen. Aber die jetzt hier zu finden, ob das gelingt, das steht dann wirklich nochmal auf einem anderen Blatt. Weil hier sieht man ja auch schon wieder, im Minutenchart bin ich jetzt hier, setzt einfach hier auf dem Stundenpivot auf und das war es dann schon wieder. Und schon geht es wieder hoch. Ja. Von daher, naja, also man sieht schon, dass es hier eng wird. Ja, das sieht man jetzt ja langsam schon. Da kommt einfach, es kauft einfach keiner mehr hier drüber. So, und das ist natürlich ein, jetzt so nach 1, 2, 3, 4, 5 Stunden, da ist es dann schon irgendwann plausibel, dass man sagt, okay, wenn hier keiner kauft, dann halt eben tiefer. Also das, deswegen kann schon sein, dass wir hier mal jetzt mal ein Stück runter rutschen. Aber wenn, dann hätte ich den Short dann auch schon gerne wiederum an der Marke selbst dann eingefangen, nämlich bei 969. Ich kann ja mal einen hinnehmen, kann mal gucken, wie es reagiert an der Stelle. Das wäre dann auch hier nochmal, ja, ist genau der Point of Control jetzt auch. Wie man sieht, die 969, ja, 968 ist er jetzt. Und dann nochmal hinläuft und dort entsprechend schnell abgewehrt wird, dann könnte man das mal halt irgendwie tatsächlich versuchen. Und deswegen halt auch jetzt, wir sind eine halbe Stunde vor der Kassaeröffnung. Das ist natürlich echt die Frage. Also besteht halt die Gefahr von Short-Auflösung, dass es halt nach oben geht. Und andererseits, wenn das halt hier irgendwie vorbereitet werden soll, um nochmal irgendwie Long einzudecken und dann wird es halt eher vorher nach unten gedrückt. Das ist leider so ein bisschen spekulativ, ne? Weil Algos selber, die ich halt auch zumindest glaube zu beobachten, wo ich ja auch meine Schlüsse draus ziehe, die werden hier auch erstmal nichts finden, so wie ich das sehe. Also glaube ich nicht. Wenn dann hier was kommt, dann ist es eher manuell, weil halt hier einfach kein Trigger irgendwo zu sehen ist. Ich lasse den mal hier drin und versuche, ist es vielleicht mal wert. Mehr zu nehmen gehen kann es ja nicht. Gold würde ich ganz gerne mal noch was dazu sagen. Bin ich noch online? Ist alles so still? Nein, nein. Wir hören gespannt zu. Ich weiß nicht, hattest du die Frage bezüglich Trailing Stop beantwortet? Ach so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also für schnelle Bewegungen würde ich immer einen TA-Trail verwenden. Also das heißt ein Tick-Average. Aber halt ist halt die Frage, wohin man damit will. Will man irgendwie 20, 30 Punkte oder will man halt irgendwie ein paar hundert Punkte? Aber und ist die Bewegung klar? Und das ist halt hier nicht. Wenn man eine klare Bewegung hat, dann würde ich sogar den PLH-Peak oder den Priax im M1 dann halt verwenden. Weil der läuft bei News eigentlich ziemlich sauber. Das habe ich schon öfters beobachtet. Aber hier ist ja wieder Non-Event heute. Ne? Ist ja halt leider, passiert ja irgendwie nicht wirklich was. Ist ein bisschen schade, aber ist halt so. So, mal gucken, jetzt haben wir hier die 5. Ich bin hier im 5-Minuten-Chart. Ey, zeigt das hier immer falsch an, das macht mich ein bisschen irre. So, die M5 wird fertig. So, hier hinter habe ich entsprechend, was habe ich denn da überhaupt eingestellt? Das ist ja unglaublich. Quatsch. Völlig, nee, Quatsch. Sag mal, völlig verkurbelt hier. So, jetzt sag mal. So. Ja.
wäre dann doch nicht so doof gewesen, aber hier reinspringen würde ich jetzt auch nicht. Entweder hier oben oder nochmal halt hier an dem Pivot Main, der halt vorhin reagiert hat. Kriegen wir jetzt langsam hier schon so ein bisschen Tendenz, würde ich mal behaupten, in die Abwärtsrichtung, weil wie gesagt, wenn keiner kauft hier oben, dann kauft halt keiner. Ne? Und ewig auf der Stelle stehen kann es halt auch nicht. Und wenn es hochgehen soll, dann muss es halt erstmal runter. Dann dafür, wenn es halt weiterlaufen soll. Wie gesagt, ich lasse den hier oben mal drin jetzt erstmal. Und wie gesagt, Trading Stop, ne, hatte ich ja gerade erwähnt, also kann man ohnehin immer nur, wenn man irgendwo einen Trend erkennt, dann entsprechend dann halt anwenden. Man muss es halt einfach auch beobachten. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel da gestern oder heute Nacht dann irgendwie eine Order drin hatte, da ist natürlich ohne Frage der PLH Peak im Stundenchart oder der Priex im Stundenchart, der hätte halt gehalten bis hier oben hin. Und das muss man halt einfach dann auch mal selber so ein bisschen angucken. Der M15 auf den ersten Blick, der hätte auch funktioniert. Ja, selbst mit dem wäre man bis hier oben hin. Nee, nicht ganz. Der wäre hier dann irgendwo rausgeworfen worden, knapp unter der 900, aber ja, fast bis ganz oben hingekommen, auch nochmal. Aber bei News ansonsten, wie gesagt, wenn klare Bewegung da ist, dann Minute. Aber ohne klare Bewegung. Einfach ein Tick-Trail rein oder raus an der nächsten Stelle, weil das bringt dann irgendwie auch nichts. Nelson? Ja, ich bin da, aber ich okay. Werde dich nicht unhöflich unterbrechen. Ich wollte nur sagen, wenn du noch irgendwie was hast, dann gerne. Du hattest ja schon Gold angekündigt, da hat einer auch schon geschrieben zu Gold. Hat Dirk exakt vor 4 Wochen gesagt, dass Gold bei 1290 stehen wird. Hat er sogar im Kalender notiert. Sehr gut. Ja, ich war mir ja zugegebenermaßen beim letzten Mal ein bisschen unschlüssig, weil ich habe ja gesagt, es könnte tatsächlich hier durchlaufen und wenn, dann wäre die nächste Haltestelle dann hier oben bei 1292, genau. Also, aber so ganz sicher war ich mir ja nicht. Bei den Malen davor habe ich das bisschen selbstsicherer da auch formuliert, dass es so funktionieren könnte. Aber im letzten Mal war ich ja dann ein bisschen verhalten. Ich hatte nur gesagt, wie gesagt, könnte, weil wir hatten hier in puncto Paritätsumkehr, auch wenn es halt hier nicht so deutlich war, die hatten wir aber tatsächlich schon vorher. Und deswegen hätte der auch nicht mehr reagieren müssen, entsprechend auch hier das Gleiche. Und deswegen war da schon meine Tendenz entsprechend da oben hin. Und es ist auch schön zu sehen, ist, dass der Ansatz auch hier wieder mal funktioniert hat. Wir haben hier halt einfach das letzte Cluster. Wir haben also hier oben die letzten Supports. Die unten, die können wir ignorieren, weil das war ja zeitlich vorher. Wir hatten hier Support einfach an der Stelle immer hier nur einfach die Peaks genommen. Und genau da läuft er hin. Ein bisschen drüber, klar. Aber man sieht, die Schlusskurse sind, beziehungsweise die Öffnung, schon sehr nah da dran, ja, dass es passt. Und das wäre jetzt halt auch dann die erste Stelle, wo es mal reagieren könnte. Und ich finde mal, dass das Schöne einfach bei dem Handelsansatz ist, dass er halt einfach, dass er so simpel ist. Ja, ich muss ja nicht irgendwie 1000 andere Punkte irgendwie dazwischen, Fibos, schräge Linien, weiß der Kuckuck was, sondern ich sehe halt sofort, da ist nichts. Ja, da ist halt Luft. Weil klar, hier war nochmal so ein bisschen, da sieht man auch, mit dem Gap dann drüber gestiegen. Also hier waren dann halt nochmal eine kleine Aufwärtsbewegung, aber ziemlich flach, da ist halt nicht viel passiert. Und das mal angucken, so in dem Bereich, ja, da ist er halt einmal dran gelaufen, hat ein bisschen reagiert und ist dann mit dem Gap dann eben doch drüber gestiegen. Weil wesentlich mehr los war halt einfach hier oben. Und man kann halt einfach immer generell sagen, dass jeder Wert einfach von Umsatz zu Umsatz läuft. Also dort, wo Umsatz war, wird wieder Umsatz sein und das sind halt einfach die relevanten Punkte und alles andere halt nicht. Außer der Markt hat irgendwie kein Volumen, es ist nichts los, dann funktionieren die anderen Sachen auch besser, aber wenn Volumen halt drin ist, und das ist eigentlich das Schöne dann auch, dass wir es hier mit den NFPs immer machen und deswegen ist es halt auch so verlässlich, weil da halt einfach Volumen in den Markt kommt zu den NFPs. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich jetzt hier den DAO irgendwie nebenbei versenke. Ah, wir sind drin, okay. Ja, also hatte ich ja gerade gesagt, wenn dann halt hier, wenn man Short versucht, dann hier am Point of Control, weil wenn man halt weil dort hat er natürlich auch wieder am meisten los ist, so trotzdem kein Garant an der Stelle, kann genauso gut natürlich jetzt abhauen.
Aber hier unten wäre ich halt nicht reingegangen und das war insofern jetzt auch erstmal richtig. Und jetzt mal gucken, wie sieht die Kerze hier aus. 5 Minuten. Also die hier, ein bisschen größer. Ja, die sieht jetzt erstmal furchtbar bullisch aus, aber es ist eben auch nur eine 5-Minuten-Kerze. Und mehr ist es an der Stelle noch nicht. Und mal gucken, der Entry ist zumindest halt sauber. Neues Hoch darf er jetzt natürlich auf gar keinen Fall machen, das ist halt klar. Und wenn es jetzt direkt runter reagiert mit der nächsten Kerze und vielleicht auch hier unten schließt, ich weiß es ja nicht, aber dann wäre das auf jeden Fall ein sauberer Entry, wo man dann auch mal gucken könnte, ob man dann nicht nochmal eine Etage tiefer damit kommt. Also, wie gesagt, ich bin hier im Demo, ja, ich habe jetzt hier erstmal nichts zu riskieren, sondern dient jetzt an der Stelle dann auch erstmal nur dazu, zu zeigen, wie ich da halt rangehen würde, ja. So, wo man es halt zumindest mal relativ risikoarm dann auch mal drauf ankommen lassen kann. Nämlich dann eben nicht hier unten, nur weil da halt irgendwie eine schwarze oder rote Kerze ist, sondern einfach dann halt hier wirklich am Point of Control. Aber trotzdem ist es natürlich kein Garant, aber nichtsdestotrotz ist das Risiko, was ich halt hier habe, ja, mit dem Stop ist natürlich nur die Hälfte von dem, wie wenn ich es hier unten an der Stelle halt mache. Von daher schon jetzt erstmal okay. So, ich gucke mal die 15-Minuten-Kerze mal parallel an. Kann ich ja hier mal eingeben. Ach, hier ist noch eine alte Version drauf, sehe ich gerade. Die muss man nämlich noch umschalten. Ja, das ist halt ne, nichts, absolut nichts sagen, das Ganze hier. Kann sein, das funktioniert, kann sein nicht. Ich lasse den jetzt einfach mal so drin. Und bräuchten natürlich dann halt hier bis spätestens irgendwie 15.25 Uhr dann natürlich auch einen Schlusskurs vom 5-Minuten-Chart hier unten in dem Bereich, weil dann haben wir natürlich auch, ist die Chance auch höher, dass die 15-Minuten-Kerze auch wieder hier unten schließt und damit natürlich auch die 30-Minuten-Kerze. Und dann haben wir halt eher schon mal ein bisschen auch die Chance, dass wir da erstmal nach unten weg korrigieren zur Eröffnung. Und dann müsste natürlich auch entsprechend hier drunter unter das letzte Tief, was wir an der Stelle haben. Und dann wäre natürlich die nächste Anlaufstelle hier der VWAP, der volumengewichtete Durchschnitt, zumal der halt auch hier schön unter dem Cluster hier an der Stelle ist. Aber wie gesagt, bitte nicht nachmachen. Ist tatsächlich an der Stelle nur mal ein Versuch, mal rauszufinden, ob meine Meinung an der Stelle, wenn ich sage, wenn hier keiner kauft, muss es halt mal runter, ob die aufgeht oder eben auch nicht. So. Mit Gold kann ich immer kurz nochmal hingehen. Also wir haben jetzt halt hier die Reaktion entsprechend in dem Bereich. Wer das irgendwie long gemacht hat, auch natürlich wieder ohne Empfehlung, aber das wäre natürlich erst so ein Punkt, wo man mal irgendwie drüber nachdenken kann, ob man da nicht erstmal rausgeht und dann mal guckt, wie das Ganze halt weitergeht. Und beziehungsweise bis wohin es korrigiert. Weil dass es hier dann wiederum einfach durchläuft, das gleiche Prinzip wie immer, glaube ich nicht. Also, sondern eher, ich würde hier eher sogar auf seitwärts tippen. Also es muss noch nicht mal korrigieren. Es kann hier tatsächlich auch jetzt einfach ein paar Tage seitwärts laufen. Und wenn wir eine Korrektur kriegen, dann sind wir eigentlich schon wieder an dem Punkt hier, weil hier sieht man ja auch, da war ja Widerstand ein paar Tage und dann ist es da oben durch. Das heißt, dann hier in dem Bereich, kann man ja nochmal einzeichnen, dann in grün, dass wir entsprechend nochmal einen Punkt, wo es Sinn machen würde. Das werden wir wahrscheinlich dann in 4 Wochen sehen, ob das funktioniert hat. Also hier dann einfach auch über die Schlusskurse drüber. Damit sind wir dann auch hier in diesem Bereich wieder unter dem drunter. Also das Gap würde ich hier, dem würde ich mal nicht so viel beimessen an Bedeutung. Obwohl man weiß es halt nicht. Ne? Also bei 12.1250 eventuell natürlich schon hier, weil da natürlich auch die Gefahr besteht, dass die hier nochmal aktiv werden, die hier verkauft haben. Weil das natürlich jetzt auch schon ein bisschen länger her ist. Also mal gucken, ob wir es damit irgendwie zusammenbringen. Also ein Gap Close wäre natürlich
der wird, also Gap Close wäre hier unten an der Stelle. Und das würde dann schon relativ schnell dazu führen, dass wir halt hier auch dann auf der 1250 dann auch landen. Deswegen, das hier ist, glaube ich, so ein Bereich, den sollte man im Auge behalten, wenn man da halt irgendwie Long Entry sucht. Aber ob das dann, wenn es da halt schön reagiert und wieder nach oben geht, alles gut. Aber wenn es halt hier irgendwie nicht großartig was bringt, und dann sollte man, glaube ich, schon mit der 1250 dann rechnen. Und ab hier wäre es dann wiederum interessant. Und was wir hier auch haben, ist den EMA 200 im Daily. Der ist auch bis dorthin, dürfte der auch hier ebenfalls an der grünen Linie sein. Und das ist halt auch immer eigentlich das Schöne, dass man dann halt irgendwie sagt, ja, siehst du, der EMA 200 war es. Aber der EMA 200 ist dann aber genau dort, wo er hin muss. Das ist halt der Unterschied, weil der Punkt hier ist ja fix und der bewegt sich. Und der bewegt sich genau dahin. Und das wird natürlich dann wiederum Sinn machen. Ja, dann haben wir eine Reaktion am EMA 200, der aber dann gleichzeitig genau an der richtigen Stelle liegt. Und dann kann das natürlich dann auch wieder schön funktionieren. Werden wir sehen, werden wir heute natürlich nicht rausfinden. Wie gesagt, 4 Wochen Zeit haben wir ja. Und dann kann man sich das mal angucken. So, lebt mein DAO noch oder ist der schon hops? Ja, geht dann halt scheinbar doch hoch, ne? So wie es aussieht. 15:16 ist die erste Minute von der 15-Minuten-Kerze. Ich lasse den jetzt trotzdem mal drin. Beziehungsweise setze den jetzt einfach mal so, dass wir halt hier kein neues Hoch machen dürfen. Wobei wir natürlich genau am Point of Control von gestern da sind. Ich setze ihn mal hier hin. So, über das Hoch, über das letzte halt hier an der Stelle. Und da kann man ja mal gucken, was da passiert. Aber wenn dann sowas halt daneben geht, das ist ja halt nicht weiter tragisch, ja. Weil mal ausgehend davon, dass der Markt ja nicht völlig chaotisch läuft, wird es ja eher nicht so sein, dass wir hier ausgestoppt werden, dann geht es halt rapide runter. Kann schon sein, dass wir hier ausgestoppt werden, dass es ein Stück tiefer geht, ja, aber trotzdem werden dann halt schon höchstwahrscheinlich als nächstes dann nochmal die Käufer in den Markt kommen. Dann weiß man aber auch, wo es hingeht, ja, und das ist ja halt, deswegen sage ich, das ist ja auch nicht schlimm, weil die nächsten beiden Punkte stehen ja schon fest, die handelt man dann einfach und einer wird schon das Rennen machen und der wird dann auch höchstwahrscheinlich bis an den Punkt zurücklaufen, der nicht funktioniert hat. Das kann man übrigens auch sehr oft beobachten, wenn man zum Beispiel dann halt, sei es jetzt markttechnisch, Fibos oder was auch immer, wenn man irgendwelche Levels hat, die man handelt und gehen irgendwie 3, 4 Shorts hintereinander daneben, wenn man dann aber halt nicht aufgibt und dabei bleibt, ist es meistens so, dass die ganzen Levels einer nach dem anderen dann auch nach unten wieder weggedrückt wird. Und das heißt, da braucht man gar nicht irgendwie dann auch beim nächsten Punkt dann raus, sondern kann dann wirklich sehr oft davon ausgehen, dass man halt auch die alten Levels dann nochmal bekommt und die tatsächlich auch oft nochmal handeln kann und dort entweder Positionen nochmal reingeben kann, obwohl man dann halt von oben kommt und in dem Fall eine Stop-Order wäre, oder man lässt das einfach durchlaufen. Aber den Fehler, also habe ich zum Beispiel am Anfang oft gemacht, dass ich dann halt zu früh rausgegangen bin, dann nachher festgestellt, boah, jetzt fällt das Ding hier 100 Punkte durch. So ein Mist. Irgendwie dreimal ging es daneben und den hier, der gelaufen hat, mache ich jetzt bei 10 Punkten raus. Das ist ganz oft so. Und was ja halt auch, finde ich, ja halt auch begründbar ist, ja, weil das sind ja dann, man ist ja nicht der Einzige, der da ausgestoppt wird. Da waren ja auch andere. Und entsprechend, wenn da halt die Marktteilnehmer da halt auch dranbleiben, und haben die natürlich auch ein Interesse, ihre Position wieder da reinzugeben. Das ist ja das Prinzip wie mit den Kauflevels auch, wo einmal gekauft wurde, wird wieder gekauft. Ja? Und weil ein Kauflevel bleibt ein Kauflevel erstmal. Und genauso bleibt ein Verkaufslevel ein Verkaufslevel. Und deswegen ist das gar nicht so abwegig, dann halt zu sagen, dann eher davon auszugehen, dass die Strecke dann halt auch größer wird. Plus die Tatsache, dass wir halt hier jetzt im Stundenchart einfach so einen geraden Anstieg haben. Da sind einige einfach heute Nacht auch wieder überfahren worden und beziehungsweise heute Morgen und die da auch nur drauf warten, ja, dass das Ganze halt auch nochmal dreht und entsprechend, dass sie dann in den Markt reinkommen mit ihren Positionen wieder oder rauskommen oder wie auch immer. Und da wird schon dann entsprechend halt auch nachgedrückt beziehungsweise nachgearbeitet. Deswegen ist es auch oft so, dass man, wenn man eine gerade Bewegung hat, hier sieht man es ja auch, ja, egal wie viel 100 Punkte lang ist,
das kommt schon wieder runter. Ja, und zwar bis auf den Anfang. Oder hier fast auf den Anfang, wobei der Tag ist noch nicht gelaufen. Ja. Aber das ist ganz oft so. Und weil da halt entsprechend dann auch immer nachgetreten wird, sage ich jetzt mal einfach. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn wir hier erstmal ein Short Level haben, was funktioniert, wo man dann die erste Stundenkerze sieht, die auch schon ein bisschen böse aussieht, und dann denke ich auch schon, dass wir hier das auch nochmal ganz runter verkaufen oder zumindest bis fast ganz. Und da muss man dann auch, glaube ich, nicht zu früh raus, unbedingt an der Stelle. So, kriege schon ganz trockenen Mund hier. Ja, trink mal einen Schluck, aber tatsächlich sind jetzt erstmal keine weiteren Fragen, beziehungsweise da war noch ein Wunsch, ob du was zum Euro sagen kannst. Ja, der Euro ist ja immer so, den mache ich ja echt nur in Ausnahmefällen, den habe ich mir jetzt heute auch, muss ich gestehen, nicht so wirklich angeguckt. Also letztens war auch nochmal ein schönen Trade gemacht da, aber den habe ich echt nicht jeden Tag auf dem Schirm. Aber ich kann ja mal gucken. Ich fange mal im Daily mal an. Also der hat natürlich, doch im Daily habe ich mir vorhin angeguckt. Sehe ich gerade, wo ich das Bild hier sehe. Der hat natürlich das Problem, dass er hier halt massiv in einer massiven Shortkerze drin hängt von vorgestern, Entschuldigung. Das war diese Abwärtsbewegung hier. Die ist natürlich wirklich massiv. Und die wird er nicht einfach so zurückkaufen. Und genau, das hatte ich mir vorhin tatsächlich vergessen zu erwähnen, ja. Also mein Ansatz wäre halt hier irgendwo genau in dem oberen Bereich, also hier von der letzten Aufwärtsbewegung, wo die gestartet ist, da muss man dann halt im Stundenchart oder so nochmal genauer gucken, dann dort irgendwo short dagegen zu halten. Weil es ist halt, wie mit den anderen Werten auch, wenn schon mal so ein Kontext da ist, der klar ist, und dann wird der halt auch verteidigt. Und der ist hier zum ersten Mal seit vielen Tagen eigentlich relativ klar. Ich kann das hier auch mal einzeichnen, damit man es noch ein bisschen besser wahrnimmt. Oh, schöne Farbe, ja, herrlich. So, ich mal erstmal hier ein bisschen ändern. Ja, auch nicht viel besser, Moment. Das ist so ein bisschen tricky. Ja. Ist ein bisschen rosa, ist doch auch schick. So, hier sieht man es halt. Ich blende hier mal ein paar Sachen noch aus. Das brauchen wir nicht an der Stelle. Weil alles davor war nichts, ja. Also ist halt, also ist ja wirklich nur seitwärts. Rauf, runter, runter, rauf, runter. Und das ist jetzt halt wirklich zum ersten Mal seit keine Ahnung wie viele Wochen jetzt die erste deutliche Bewegung hier im Tageschart, wo ganz klar hier oben auch gesagt wurde, hier ist Feierabend, mein Freund. Und dann ging es mal 200 Punkte runter, beziehungsweise über 170 Pip oder wie viel das hier sind in einer Bewegung. Und die wird verteidigt. Also das wird nicht einfach so da oben rauslaufen. Und kommt die Linie her? Okay. Das wird nicht einfach so da oben rauslaufen und das Ganze mal wieder umdrehen. Das glaube ich nicht. Deswegen kann man hier eigentlich immer im oberen Bereich, weil wenn es so weitergeht wie die letzte Zeit, dass es seitwärts ist, dann kann man eigentlich immer im oberen Bereich nochmal short dagegen halten. Weil die sollte insgesamt schon nach unten auflösen. Und auch markttechnisch auch begründbar, sieht man eigentlich relativ einfach hier an der Stelle. Wenn man hier mal guckt, kann man kurz mal einzeichnen hier manuell. Wenn man sich das mal so anschaut, dann ist es halt, ne, komm schon, dann haben wir halt hier nochmal tieferes Tief, so, und hier nochmal schlichtweg das gleiche hoch, ja, ich verkürze es jetzt einfach mal an der Stelle, beziehungsweise sogar tiefer als das, also ist die Folgebewegung eigentlich die relativ klar. Außer es gibt jetzt hier ein Reversal, dann wird es hier unten irgendwo bremsen und sich dann halt irgendwo hier als Range ausbilden und dann irgendwann nach oben ausbrechen. Aber jetzt rein von dem Punkt her, wenn das ein Trend werden soll oder sich als Trend weiter fortsetzen soll, ich meine, es kommt Short hier oben runter, so oder so, aber wenn das halt, wenn der Trend einfach weitergeht und dann landen wir hier unten irgendwo bei 1,11 oder irgendwas um den Dreh. Ich hätte ja auch generell gesagt, das Ding ist long und kann mal Richtung 1,20. Aber im Tageschart jetzt erstmal nicht. Also sieht, finde ich, nicht danach aus. Im Wochenchart hätte die Chance gehabt.
aber auch nicht mehr, so wie das jetzt mittlerweile hier sich darstellt, dann hätte er hier mal eine Kerze mal richtig oben rausziehen gemusst. Und aber das zeigt sich ja halt eben nicht. Das heißt, also der Short, ja, also kann jetzt natürlich auch im Stundenchart nochmal kurz irgendwie anders werden, aber generell 1,11 halte ich das schon für machbar. Was ja eigentlich auch nicht viel ist, nur ist der halt irgendwie letzter Zeit, ist der irgendwie so faul geworden, so bewegungsfaul, der Euro. Weil eigentlich sind es ja nur halt irgendwie 250 Pip, ist ja eigentlich nichts. Das kann man ja mal machen, sieht man ja, ne? Geht ja auch an. Eigentlich ist es in 2 Tagen. 2 solche Kerzen und das Ding ist erledigt. Die Bewegung. Ja, das wäre meine Einschätzung zum Euro. Jetzt Intraday. Müsst ihr nochmal ganz genau drauf gucken. Ups, jetzt habe ich natürlich hier den roten Kasten da drin. Aber sieht jetzt, ich hole mal hier irgendwie 30 Minuten mal irgendwas dazwischen. Nur zur Info, also DAX und DAO, die brechen nach oben aus jetzt aktuell. Ach, okay, ja gut, dann ist der natürlich gelaufen, den habe ich jetzt glatt vergessen. Das ist immer das Schöne beim Demo-Konto, man vergisst es einfach. Ja, nee, okay. Ja, aber macht ja auch Sinn an der Stelle. Also, ich meine, also der Stop hier an der Stelle macht jetzt natürlich Sinn. Ne? Also es ist nicht einfach ausgestoppt und runter, wie ich ja vorhin meinte, das kann passieren, aber trotzdem sollte es jetzt erstmal, wenn der gerissen wird, dann eine Etage höher gehen und dann muss man halt dann oben nochmal, dann halt nochmal gucken. Okay. So, also bin ich hier nochmal Euro 30 Minuten, das heißt, ja, 3 Minuten hat er noch. Also der hat jetzt natürlich jetzt hier, ich mach das mal, mal eben weg hier, beziehungsweise mach das mal hier nur im Tageschart. Hier sieht man zum Beispiel, das war ja halt die letzte Aufwärtsbewegung, jetzt sind 30 Minuten, das würde aber auf Stunde nicht anders aussehen. So, das hat auch einmal dran reagiert, wenn er da drunter schließt, dann sollte das gleichzeitig möglichst, ja, Stundenchart sieht genauso aus, auch ein mögliches Entry-Level sein, um da halt weiter Short zu handeln. Und dann natürlich die nächsten relevanten Punkte, der hier, ob der halt wirklich großartig reagiert, wird man halt sehen müssen, vielleicht wenn da noch ein Pivot oder irgendwas halt dabei ist, dann kann es, ist aber nicht, sondern ist drunter sogar, dann kann es da nochmal reagieren. Es sollte aber nichts ausrichten. Das heißt, der Pivot sollte auch nicht halten hier großartig. Und wenn, dann nur von dem zu dem. Und ansonsten wäre das natürlich hier unten, das wäre es wesentlich relevanter, der Bereich, natürlich diese Tiefs, weil wenn der Trend fortgesetzt werden soll an der Stelle, dann geht es natürlich darum, die als nächstes dann halt auch wieder rauszunehmen. Diese Tiefs da unten. Also wenn man den halt auch direkt machen wollte, jetzt hier mal vom Stundenchart ausgehen, das heißt hier Short, Stop da oben hin, über die letzte Stundenkerze, ich glaube mehr, oder beziehungsweise über die aktuelle erstmal, mehr glaube ich braucht man da nicht, weil den ersten Trigger haben wir hier im 30-Minuten-Chart, könnte reichen, also markttechnisch wäre es natürlich da, ne, das ist halt auch klar, aber wenn man den kurzfristig hier einfangen will, dann doch eher die Stelle hier sollte erstmal ausreichend sein, weil interessant wird es hier unten, diese Tiefs in Verbindung mit dem Pivot, das wie gesagt erste Bremse, aber mehr glaube ich nicht. Der DAX macht, kann man gucken, der ist ja richtig, geht, macht hier einen auf Rakete, das ist ja unglaublich. Ja, ist genau die 10667, ne? Da haben wir jetzt die Reaktion halt auch, das ist natürlich die Anlaufstelle hier, markttechnisch. Da bin ich mal gespannt, ob er das weggestemmt kriegt. Aber zumindest dann halt auch wieder gut zu sehen, ne? Das hat hier einfach markttechnisch jetzt einfach der nächste relevante Punkt ist und klar, man hat jetzt eine Reaktion, ne? Und jetzt haben wir da auch wahrscheinlich sogar, wenn man die Peaks irgendwie drüber legt, exakt hier das Top erwischt, aber was schon fast zu hoch ist. Also um da jetzt halt irgendwie auf Short zu setzen,
Weil mein nächster Entry wäre dann tatsächlich erst irgendwo da oben in dem Bereich. Wenn der Down nämlich jetzt auch noch mitspielt, dann kriegt er hier mal kurz Flügel. Und von dort dann wahrscheinlich auch erstmal nur bis hier unten hin, ja. Weil dann natürlich dann versucht würde, das entsprechend ja auch fortzusetzen. Naja, wir werden sehen im Laufe des Tages, wie das Ganze hier ausgeht. So, wir haben jetzt tatsächlich Markteröffnung, wir haben heute richtig lange überzogen im Dow. Das könnten wir glatt handeln, wenn wir schon eh noch da sind. So, wie gesagt, das hier wäre ein möglicher Punkt, wobei der wahrscheinlich aber nur für einen Impuls reicht. Wo bin ich da? Kriege hier keine Tooltips angezeigt, das ist natürlich klasse. Das ist 43. Oder noch irgendwas? Nicht wirklich, ne? Ja, aber wie gesagt, mehr als Impuls wird das, glaube ich, nicht. Also das heißt irgendwie Skype und das war's. Aber kann man gucken. Aber der eigentliche Punkt natürlich nach wie vor hier oben. Und ob die jetzt so ohne weiteres kommen. Mal sehen. Olli sagt, statistisch gesehen müsste USA jetzt short sein. Und weil? Wenn 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Bewegung gleich 15.30 Uhr Gegenseite. Hä? Hey, das muss er mir mal in Ruhe erklären. Das verstehe ich, glaube ich, auf die Stelle nicht. Also ich glaube mal, dass die Bewegung in der eine Stunde zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr angeguckt wird und dann ab US-Eröffnung die Gegenseite gespielt wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Welcher Olli sagt das? Na, Olli Kramp, Trading Coach. Wir haben ja diverse Ollis, ich muss immer fragen, gibt es ja drei insgesamt? Ja, das stimmt. Aber ich habe es wohl richtig verstanden und auch richtig wiedergegeben. Okay. Ja, gut, Olli, dann mache ich das jetzt auf dem Live-Konto, wenn es nicht stimmt. Die Harmonika-Begründung wegen Wochenende. Aha. Ja, von mir aus. ist okay, ich bin dabei. Also wie gesagt, ich versuche den jetzt hier ohnehin jetzt aber hier erstmal nur als Impuls hier an der Stelle, wenn das Limit Pullback hier mal auf zwei stellen. Wenn wir den da oben kriegen, das wäre dann halt ein kleines neues Hoch, kleines Schweinehoch eigentlich. Und 3 Minuten nach Eröffnung. So, nicht nachmachen bitte, ne? Weil wenn, wie gesagt, ich das machen würde, dann würde ich da dranbleiben und dann auch den nächsten und auch noch den übernächsten, bis es dann irgendwann funktioniert. Aber probieren kann man es ja trotzdem mal hier an der Stelle. Jetzt nicht, weil der Olli gesagt hat, aber wenn der Olli das gesagt hat, dann muss es ja dreimal gehen. Da muss es ja auf jeden Fall funktionieren quasi. Nein, Quatsch, aber das wäre jetzt halt hier einfach nur so ein Impulspunkt, wo ich sage, okay, das macht schon Sinn, weil wir haben ja halt hier auch öfters mal Verkäufe gehabt, hier natürlich auch, ja. Also das ist jetzt eigentlich immer ein bisschen überlaufen worden, aber hier oben waren die nächsten 3,70. Da wiederum der S2. Das wäre natürlich auch ein möglicher Punkt. Mal gucken. Weil mich halt so ein bisschen stutzig macht es halt hier, dass wie die hier oben rausprescht, die Stundenkerze, die ist zwar jetzt natürlich nicht fertig, aber der hat schon Lust, ne, da halt hochzugehen. So, da sind wir doch an dem Punkt, ne. Ich muss den jetzt mal manuell machen, weil ich den da nicht ganz genau getroffen habe. Aber wie gesagt, als Impuls, mehr muss die gar nicht können. Und das heißt, Impuls heißt einfach nur ein paar Punkte rückwärts. Als Skype quasi, als Reaktionspunkt, weil man da auch nicht zu lange warten sollte, das darf ich mich nicht wieder verquatschen. Na komm, das heißt, hier wäre so eigentlich schon fast wieder das Maximum, bis wohin ich den halt irgendwie sehe. Zack, so, läuft und zack, raus. So. Dafür hat es gereicht. Wahrscheinlich war das jetzt genau das Tageshoch, ich sehe es schon kommen. Aber
Das war jetzt erstmal okay. Kann mal gucken, wie der jetzt raus ist. Huch, habe ich gar nicht zurückgesetzt. Auf jeden Fall hat hier irgendwie. Wie viele Punkte waren das denn jetzt? Mal anzeigen lassen, wo wir hier raus sind. 21, ja, und der davor mit 37, der hier 21. Ich sage, ich sehe schon kommen, das war es, Tageshoch. Aber halt als Skyping-Ansatz, ne? Dafür war das jetzt, glaube ich, ganz nett erstmal. Der muss jetzt hier nicht drehen, aber wie gesagt, ich finde das hier wirklich wesentlich spannender, da oben, der Bereich, ab dort. Ja, gut. Also das ist der Unterschied zwischen, ne, das sieht man ja auch schön, ich bin der Meinung, dass minus 37, ich habe einen Handelsansatz plus 21, ist halt schon mal was anderes. Ne? Deswegen ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, wenn man irgendwie denkt, ja, der macht jetzt bestimmt das, dann macht er bestimmt das nicht, das ist immer ganz schlecht. Deswegen lieber irgendwie Handelsansatz austüfteln, den handeln und gut ist. Alles andere bringt meistens nichts. Alright, so, ich glaube, wir sind dann hier auch langsam, was macht der Euro? Hat der auch noch was gemacht? Ja, der läuft auch hier irgendwie so ein bisschen an, ist noch sehr verhalten, aber ist erstmal ein Plus. Wie gesagt, der wäre jetzt halt hier unten wirklich unter dem Tief, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas ausrichten kann, dieses Tief. Deswegen würde ich da eher durchhandeln an der Stelle, weil es halt nur auch korrektiv ist und eben auch keine neuen Hochs, also im Tageschart eben halt auch nicht erzeugt hat, auch hier nicht, ja. Und warum soll das jetzt dann irgendwie plötzlich großartig reagieren? Deswegen will ich durch diesen Peak echt durchhandeln. Gut. Also, wenn sonst nichts mehr offen ist. Nee, tatsächlich alles abgearbeitet. Okay. Ja gut, dann machen wir an der Stelle mal einen Deckel zu. Ich hoffe, man konnte ein bisschen was damit anfangen. Ich habe das Gefühl, ich habe heute dreimal so viel geredet wie sonst, weil wir ja auch überzogen haben und ich auch echt einen Hals habe hier. Aber und ich glaube, es war auch sind wirklich auch sehr, 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 sehr viele, fast tatsächlich alle dann auch bis zum Ende geblieben. Also hast du nicht zu viel geredet, sondern die haben sich gefreut, dass du Informationen mitgeteilt hast. Ja, ist doch schön. Ja, ich bin ja immer froh, wenn es irgendwie auch Sinn macht. Und nicht. Und deswegen mache ich ja halt auch logischerweise immer den Rückblick, ja, um dann halt irgendwie auch festzustellen, ist es halt irgendwie Quatsch, was ich da gesagt habe, oder halt nicht. Und deswegen auch danke ja vorhin für den Hinweis mit dem Gold, aber ich habe es ja auch dann ein bisschen korrigiert, weil so sicher war ich mir ja dann nicht und will mich auch nicht mit irgendwie hier falschen Lorbeeren oder wie auch immer da halt schmücken, sondern soll ja irgendwo auch transparent sein. Und deswegen machen wir das ja auch alles. Okay, dann sage ich an der Stelle mal ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein zum ersten Mal in diesem Jahr. Und wir sehen uns wann wieder? Das weiß der Dienstag. Dienstag schon. Okay, ja. Help das schätze ich mal, ne? Oder ist das DAX? Das ist Live-Trading morgens, 8:45. Ah, okay. Ja, super. Nächste Woche Dienstag, 8:45, dann Live-Trading. Dann gibt es weniger Monolog und dann hoffentlich mehr zu tun. Und sage ich einfach mal bis dahin und übergebe dem Nelson an der Stelle das letzte Wort. Ja, und trotzdem schon mal ein schönes Wochenende. Gleich darfst du, ganz alleine. Kein Problem. Schönes Wochenende in die Runde. Und ja, dir natürlich auch, Nelson, ne? Und an deine Kollegen bei FX Flat, liebe Grüße von meiner Seite. Bis dann. Jetzt darfst du. Mach ich. Danke dir. Nein, ich kann da nicht viel zu sagen. Wünsche natürlich auch ein schönes Wochenende. Vielen Dank für die Teilnahme. Wieder das große Interesse, hier dabei zu sein. Waren echt sehr, sehr viele Leute heute dabei. Ein super Auftakt. Und am Dienstag geht es dann auch entsprechend weiter, haben wir schon gesagt, 8:45. Dann Live-Trading mit Dirk und natürlich mit dem Tool StereoTrader. Bis dahin, falls Sie heute noch handeln, noch einen erfolgreichen Handelstag. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Danke, Olli, dass du auch mal reingeschaut hast. Und auch dir natürlich ein schönes Wochenende und bis Dienstag hoffentlich. Also, bis dann. Tschüss zusammen. Ciao.